wunderschönen guten Abend und hallo Publikum. Ja, wenn Sie jetzt denken, ich bin außer Puste, weil ich von hinten hierher gerannt bin, haben Sie recht. So. Und dann möchte ich gleich den Mann auf die Bühne holen, den ich schon bereits angekündigt hatte, auf den ich mich ganz besonders freue. Ich hoffe, die Sendezeit reicht, weil dieser Mann kann sehr, sehr viel erzählen und hat auch aus seinem Leben sehr, sehr viel zu erzählen. Hier ist Michael Connelly. Na, mein Lieber. So, jetzt habe ich den Namen wieder falsch ausgesprochen, ne? Ja, also das bin ich seit meinem fünften Lebensjahr gewöhnt, als Corneli eigentlich, aber Cornley oder so geht auch. Corneli, das klingt so ein bisschen englisch. Ist Spanisch-Französisch. Doch. Ja, ja. Hat dann mit dem Englischen ja gar nichts zu tun. Aber kann ich gleich mal ein bisschen was erzählen? Also ja, wollen wir es mal hinsetzen? Ja, dauert länger. Genau, dann nehmen wir mal Platz. Du gerne hier? Ja, ich muss mich vor meiner Sonnenseite ein bisschen zeigen. So. Wo wir uns beide heute Abend britisch-blau angezogen haben. Ja, es wird ja ernst, ne? Ja, du hattest vorhin gerade erzählt, dass das irgendwie Pflicht ist. Ja, natürlich. Wusste ich jetzt gar nicht. Also bei der britischen Marine in jedem Falle. Ne? Mhm. Ich dachte, wir verlassen jetzt ja so langsam den lässigen Bereich des Mittelmeeres, wo man dann so braun-weiß auftaucht. Und dachte mir, jetzt wird es ein bisschen britischer. Jetzt gehen wir langsam mal so ins Blau-Weiße über. Okay. Ja. Und du sagtest ja, dass dann, sobald man irgendwie in Nähe von Großbritannien kommt, dass man dann Anzug tragen muss? Ja, man muss nicht Anzug tragen, aber es passt eigentlich zur britischen Seetradition. Ne? Und die Dänen, Schweden, die haben ja alle von den Briten gelernt. Sieht man in Uniform, werden wir dann noch sehen, wenn wir auf Kopenhagen zu sprechen kommen, dann sehen wir, dass also die Palastgarde in Kopenhagen genauso aussieht wie die Briten, ne? Mit den Bärenfellmützen und Rot-Weiß. Passt schon. Ja. Ja. Du kannst sehr, sehr viel erzählen und nicht in dem Sinne, dass du viel reden kannst, sondern du hast in deinem Leben, glaube ich, schon so viel erlebt wie eine halbe Kleinstadt zusammen, oder? Boah, ich habe relativ viel gemacht also an Berufen. Ich wechsle ganz gerne den Beruf und vor allen Dingen ist es bei mir so, ich brauche immer irgendwie im Leben, glaube ich, neue Impulse. Und ich bin seesüchtig. Das merkt man. Ja, ich bin völlig seesüchtig, deswegen ich muss immer am Fenster stehen und die See sehen, aber ich glaube, das ist ein Laster, das wir alle gemeinsam hier teilen, oder? Du bist, der Name haben wir gerade geklärt, Französisch-Spanisch. Das heißt, du kommst auch von da oder nee, wo? Nee, gar nicht. Also ich bin geboren in Köln oder bei Köln. Also die Stadt sage ich nicht so gerne, weil da kommen so viele komische Typen her. Meine Familie ist urkölsch, also deswegen Spanisch, Französisch, weil einer meiner Vorfahren war ein französischer Reiteroffizier, der sich im Dreißigjährigen Krieg in Kölner Mädchen verliebt hat, ne? Kölsch Mädchen, da ist er da geblieben. Deue Blive, sieht man in Kölle. Mhm. Und seitdem ist die Familie urkölsch. Nur meine Eltern meinten dann natürlich, als es mit mir ernst wurde, den mussten sie in Bergisch Gladbach gewähren lassen. Das ist so, vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört, da kommen ganz wenig Prominente her, Heidi Klum, Tim Hulk-Wiese, Caroline Kebekus, ich glaube sogar hier, Mats Hummels ist in Bergisch Gladbach geboren. Ja, und du noch und damit ist das Städtchen perfekt, oder? Damit ist das Städtchen eigentlich voller Irrer, kann man so sagen. Die Straße war dann bekannt, ne? Ja, die eine Straße, aber die zwei Häuser da kannte dann jeder. Genau, ja, daher kommt das eigentlich, aber ich bin dann seltsamerweise, habe ich einen Ausflug nach Spanien gemacht, so in meiner Jugend, also meine Eltern hatten da ein Apartment. Und dann bin ich dahin und dann waren wir ganz viel da, wir am Strand da und ich war allein mit meinem Bruder, der war doof. Heute nicht mehr, aber damals war der doof. Der wollte nicht reden, der lag immer in der Ecke und roch streng. Und da war ich so am Strand und da war so ein Rudel total hübscher, netter Mädchen. Und dann hatte ich 20 Minuten Zeit, Spanisch zu lernen. Das hat dann auch ganz gut geklappt. Eigentlich gar nicht. Ich sprach toll Englisch, die nicht. Und dann sagte eben eines von den Mädels, irgendwas mit, ich solle mit nach Kuba kommen. Mhm. War mir irgendwie weit. So von Südspanien aus nach Kuba dachte ich jetzt, das ist ein irgendwie seltsames Ansinnen. Habe ich dann durchgefragt und irgendwie gab es auch was zu spielen. Mit Ball hatte das zu tun. Da sollte ich dann hinkommen nachmittags. Habe ich gesagt, oh, kein Problem, gehe ich hin. Habe ich dann durchgefragt, meinen mürrischen, riechenden Bruder neben mir, der hatte überhaupt keinen Bock. Und wir sind dann irgendwie durch so eine Einöde in Spanien gegangen. Das war so postapokalyptisch, heiß und staubig. Und kamen dann an so einer Schule an, die hieß nämlich Kuba-Schule. Aha, es ging Escuela, war Schule, jetzt hatte ich das verstanden. Und das Spiel war Handball. Jetzt wurde es spannend, weil das spielte ich schon seit Jahren, das konnte ich. Aha, super. Und stand da und die Mädels waren auch da, die spielten sich alle gerade warm. Und dann fehlte ein Arbitro.
Also wollten alle nach Hause gehen, es fehlte ein Arbitro. Irgendwann hat mir dann irgendeiner irgendwie klar gemacht, es war der Schiedsrichter. Super, konnte ich, habe ich gepfiffen in der Jugend, alles klar. Jetzt stand ich da als Schiedsrichter, baumlang, mittendrin, rundherum schreiende Mädchen, die immer unzufrieden mit den Entscheidungen waren, aber ich konnte ja kein Spanisch. Hat ja keinen Sinn, den Schiedsrichter anzusprechen, der stand ja völlig relaxed da. Ja, und so kam ich dann da so ein bisschen in die Leutchen rein, habe dann da selber Handball gespielt, Spanisch gelernt, immer mehr Zeit da verbracht. Und nach dem Abitur überlegte ich mir, so was machst du dann? Und da gab es nämlich zwei Möglichkeiten, Marine oder Luftwaffe, das war für mich klar. Und die Luftwaffe nahm ich dann als Pilot. Ich bin dann zur Luftwaffe und habe dann nach der Pilotenausbildung an der Offizierschule gearbeitet und bin dann im Austausch in dasselbe Kaff geschickt worden, weil 5 Kilometer entfernt war die spanische Offizierschule. Und war dann da im Austausch und habe dann da ein bisschen Spanisch gelernt und da meine Liebe zu Spanien entwickelt. Ich glaube, das hat man vielleicht ein bisschen gemerkt bei den Präsentationen über Spanien. Das hat mich doch schon sehr gepackt. Ja, und habe dann Bundeswehrzeit zu Ende gemacht. Irgendwann ging uns der Feind aus. War keiner mehr da. Die Russen wollten nicht mehr. Die anderen waren noch nicht da. Es war so eine blöde Zeit. Also wenn man, so die Bundeswehr ohne Feind ist ja doof. Ich meine, heutzutage die Bundeswehr mit Feind ist noch doofer, weil jetzt funktioniert sie auch nicht mehr. Also damals hat sie funktioniert, hatte keinen Feind. Heute kann sie beides nicht mehr, auch blöd. Hab dann Lehramt studiert, Englisch, Geschichte, bin dann aber auch in die Schauspielerei hinein. Ja, bin dann 15 Jahre als Lehrer tätig gewesen. Und ich habe Seesucht, jedes Jahr auf See, Kreuzfahrt. Und irgendwann habe ich gesagt, mach einen Beruf draus. Mhm. Und so bin ich Lektor geworden. So schnell ging's. Das sind mal Applaus, oder? Für ein doch bewegtes Leben. Du bist Englischlehrer, glaube ich, ne? Englisch, Geschichte und Drama. Also, Drama? Ja. Was ist Drama für ein Fach? Ich bin ein Drama-Teacher. Das heißt, ich bin Schauspieler und Regisseur ausgebildet. Mhm. Und man unterrichtet dann, das Fach nennt sich Literatur, ist ein Abiturfach oder Vorabiturfach. Und ich habe das so interpretiert, dass ich mit meinen Schülern Theaterstücke eingeübt habe, ausgeübt habe, einstudiert habe, meist Shakespeare. Mhm. Also bist du ein... Ja, ich sag mal, ein Spezialist, was Shakespeare betrifft und warst aber auch lange in England, oder? Hast du in England auch gelebt oder arbeitest sehr viel in England? Ich arbeite viel in England, das kam durch den Lehrerberuf, Austausch, Studienfahrten, ähnliche Angelegenheiten. Das bringt die Sache einfach mit sich. Ist natürlich ein sehr, sehr faszinierendes Land. England ist natürlich schon, wenn man öfter da ist, die Leute ein bisschen kennenlernt, sehr speziell. Mhm. Es macht Spaß, in England zu sein, weil eine gnadenlos schlechte Küche, von der die Engländer aber total überzeugt sind, also... Und gnadenlos interessante Leute, also wenn man in so ein Pub hineingeht und schaut sich allein die Typen an, die da am Tresen stehen, sich unterhalten, da kann ich stundenlang zugucken, das ist einfach genial. Ja, morgen haben Sie auch die Möglichkeit, da mal reinzuschauen, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Gibt es irgendwas, was man in Dover sehen sollte? Dover Castle finde ich interessant, wenn man es schafft reinzukommen in die Tunnel, die Kriegstunnel sind eine interessante Angelegenheit. Mhm. Früher war der Turm auf der Fortifikation mit diesen Riesengeschützen eine Attraktion, aber den haben sie leider geschlossen, der war wohl nicht mehr begehbar, nicht mehr richtig sicher, aber ein schönes Städtchen. Ein schönes Städtchen. Das Museum würde ich in jedem Fall mitnehmen, ja. Okay, also für morgen nochmal so ein kleiner Tipp, da ist ja auch eine Burg, glaube ich, hier neben so eine Festung. Ja. Hatten wir heute lange darüber gesprochen, Dover Castle, Riesenfestung, einer der größten Englands, nie erobert worden. Kann man auch auf kostet 20 Euro Eintritt. Okay. Sorry. Kann man einen Pfund bezahlen oder muss man Euro bezahlen? Ja, muss man. Ja. Und vor allen Dingen aufpassen, denken Sie bitte dran, England morgen, ganz wichtig, wird wahrscheinlich nochmal durchgesagt, Linksverkehr. Ja, und das bedeutet, dass man bitte auf der Straße anders guckt, genau anders als in Deutschland. Nicht links, rechts, links, sondern wir gucken rechts, links, rechts, ganz wichtig. Außer in London, da gibt es Einbahnstraßen, da kommen die Autos dann von der richtigen Seite, da wird man dann totgefahren. Das ist mir einmal fast passiert, mitten in London war eine doofe Einbahnstraße. Er konnte bremsen, ich habe mich geschämt. Wunderbar. Aber das ist ja nicht alles, was du machst, du hast ja auch noch was mit Pferden zu tun. Genau. Also ich moderiere... Das sehen wir auch schon mal gleich, das erste Bild. Ja, ganz genau. Also ich bin so vor auch 25 Jahren fast bei Reitshows gelandet und moderiere also Reit- und Stuntshows und solche Angelegenheiten. Das ist mein zweites Standbein. Deswegen gehe ich auch von Bord. Also deswegen steige ich jetzt mit Ihnen gemeinsam ab in Kiel. Dann habe ich 4 solcher Shows. Dann steige ich wieder auf für Island. Dann steige ich wieder ab für die österreichischen Shows. Und dann steige ich wieder auf für Norwegen. Also ich mache so... Naja, Hauptsache, du bist im Wasser in Österreich, ne? Genau. Ja, Österreich, das ist super. Wasser, das ist ja, die See. Ja. Großartig. Die Schmelzsee, die Gletschersees, ne? Genau. Gut, und was war das jetzt speziell? Das war in Würzburg. Mhm.
auf der Festung Marienberg, das Barbarossa-Spektakulum. Das ist so ein Ritt durchs Feuer, Feuerritte, die wir so dabei zelebrieren. Das rechte Pferd war ein Spezialist, wer den Film gesehen hat, Die drei Musketiere, den neuesten Film. Da war das das Pferd von D'Artagnan. Das sind Filmpferde, das sind Spezialisten. Und der Rechte hieß Pluto, ist leider vor 2 Jahren verstorben. Und Pluto war ein unglaubliches Tier, ein Knappstrupper. Knappstrupper sind die Kutschpferde der Habsburger gewesen, Pippi Langstrumpf-Pferd. Und der konnte Dinge machen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Dressur, spanische Schule in einem Barockfeuerwerk am Boden um die Feuerwerkskörper herum. Und der hat sich dann hingesetzt auf der Bahn, hingesetzt, hinten runter, vorne hin. Und der Reiter hat sich vor die Vorderbeine gesetzt, Arme verschränkt. Und die beiden haben sich aus 10 Metern das Feuerwerk angesehen. Und der Linke, das ist der Sancho, der ist jetzt im Moment in Oettichheim, da ist eine Freilichtbühne, da reitet das Hauptdarstellerpferd für den Baron Münchhausen. Der legt sich in einem Feuerkreis hin, du kannst dich drauflegen und der bleibt liegen. Er steht nicht auf, also Feuerkreis von 7 Metern Durchmesser, Pferd in der Mitte, keine Bewegung. Also das ist ein Hauptdarstellerpferd, der wird meistens Leuten gegeben, die schlecht reiten können oder wenig reiten können. Dann erklärst du ihm die Aktion, das Pferd macht die Aktion und lässt sich dann von dem Reiter nicht stören. Das ist dann so, nein, das willst du gar nicht. Wir wollen jetzt nicht links, halt die Klappe, ich mach schon. Sagenhaft, also es ist super Spaß, mit diesen Tieren zu arbeiten, weil viele von denen sind so unglaublich klug und gelehrig. Und der Rechte, der Pluto, der hat nachher nicht mehr so ganz verstanden, dass er Pferd ist. Und Pluto ist wasserscheu gewesen. Und das Problem war, das sind Open-Air-Shows, wenn es regnet, finden die trotzdem statt. Jetzt gibt es aber immer so einen VIP-Bereich mit großem Zelt am Rand, wo dann die VIPs sitzen. Der Bürgermeister von A-Stadt und der Landrat von B-Stadt und der Bundesminister für Klatsch und hast du nicht gesehen. Die sitzen im Zelt drin, das regnete, das war in Ulm, Kloster Wieblingen. Und das war ein sehr großes, gut begehbares VIP-Zelt. Und was dann eben passierte, es regnete. Und ich stehe mal kurz auf, also es fängt an zu regnen. Pluto steht auf der Turnierbahn. Wir anderen auch. Zelteingang. Pluto rückwärts. Pluto im Kloster Wieblingen im Zelt. Bänke. Und was er gelernt hat, war, sich auf Bänke zu setzen. Das sollte. Er konnte das ja. Da saß der Bürgermeister. Das war doof. Pluto setzt sich. Der Bürgermeister stellt plötzlich fest, Pferd auf dem Schoß ist doof. Wir haben Pluto dann erklärt, dass er bitte aus diesem Zelt jetzt wieder rausgeht. Ging total schnell, nach 5 Minuten Diskussion war die Sache erledigt. Pluto ist dann auch wieder raus, hat dann die Hälfte seines Programms gemacht und ist dann höchst beleidigt in seinen Stall gegangen. Na, wenigstens freiwillig in den Stall wieder. Ne? Da war er ja zu Hause. Haben wir noch ein Bild? Ich glaube, wir haben noch eins. Haben wir noch eins? Jawohl. Ja, genau, das ist so. Ja, das ist so ungefähr das ist jetzt die Show in Österreich. Das ist in Ehrenberg, die Zeitreise in Tirol. Das ist, die Österreicher sind ja anders. Mhm. Weißt du ja, die Österreicher sind ja ganz anders. Ja. Ja, kannst du dir vorstellen, dass man in Deutschland eine Autobahn sperrt für ein Ritterturnier? Nee. Ja, siehst du. Die Österreicher können das. Die können das? Ja. Okay. Und zwar den Fernpass nach Italien. In der Hauptreisezeit. Das ganze Turnier findet unterhalb des Fernpasses statt, in einer Wahnsinnssenke in der Klause. Die ist nur 100 Meter breit, steigt aber 900 Meter an beiden Seiten auf. Das ist wie Helms Klamm bei Herr der Ringe, auch mit einer Burg in der Mitte. Nur wenn irgendeiner während der Show raus muss, weil einer der depperten Knappen die Lanzen vergessen hat oder so, dann geht die Gendarmerie auf den Fernpass, die Urlaubsstraße nach Österreich, hält den gesamten Verkehr an, dann kann der Knappe nach Hause fahren, dann darf der Verkehr wieder weiterfahren. Das sind die Österreicher. Das sind die Österreicher. Ja, die super. Pragmatische Macher. Ja. So, ein drittes haben wir noch, ein drittes und ein letztes, glaube ich. Haben wir noch eins? Nee, war es das? Nö. Das okay, das war's dann. So, wunderbar. Du, ich muss ehrlich sagen, ich könnte mich stundenlang mit dir unterhalten, aber wir sind in der Zeit ein bisschen knapp. Morgen sehen wir dich wieder hier auf der Bühne. Was wird denn morgen dein Thema sein? Ja, morgen kommt mein Lieblingsthema. Morgen machen wir ein klein bisschen Kunst, und zwar machen wir morgen den größten Kunstskandal aller Zeiten. Sehr spannend, verspreche ich. Das ist meine Lieblings... Wie viel Uhr? Sache. Weiß ich, hab ich nicht im Kopf. Weißt du nicht, okay. Ich lebe immer in den Tag hinein und schaue morgens auf die Mitteilung. Okay, also irgendwann so bis... So 17 Uhr, schätze ich. Steht in Ihren Bordmitteilungen, haben Sie alle zu Hause. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Klar. Alles klar, mein Lieber. Dankeschön, dass du da warst. Sehr gerne. Und wir sind gespannt auf die tollen Vorträge noch auf dieser Reise. Und das ist nochmal dein Applaus. Dankeschön. Michael Corneli.